Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. So, wir haben jetzt im letzten Part einen kleinen Umweg gemacht und haben jetzt hier wieder zurück zum Tiefennest, also vom Tiefennest hier zurück in die Schwammelwege gefunden. Und ja, ne? Jetzt wäre mir eigentlich ganz recht, wenn wir tatsächlich zur Station der Königin gehen würden, um uns da das ganze Geld, was wir jetzt so angehäuft haben, mal ein bisschen unterzubringen. Oh, wow, 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 das war knapp. Okay, aber wo genau muss ich jetzt hier lang? Ich bin noch auf dem richtigen Weg. Okay, jetzt dann hier hoch und dann ganz nach oben und dann passt. Gut, passt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Und whip. Jo, rechts und dann hoch. Ja, kann ich auch. Wobei der kleine Knight kann das wahrscheinlich nicht. Dem fehlt der Mund dazu. Oder eine Nase. So, den Pilz, den der hier irgendwo noch laufen müsste. Genau, ich erinnere mich. Es ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich an dich. Kleine Schwammerl, du. Hier war mal Corny. Die alte Kanüle. So. Und hier links. Ah, shit. Er hält sich da nicht fest. Ich habe damit gerechnet, dass er sich da festhalten würde. Gut, aber dann halt nicht. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und da sind wir auch schon bei der Station der Königin. Überraschend, wie gut das eigentlich funktioniert hat. So, und jetzt bringen wir mal 1650 auf die Bank. So, hallo. Dass du mit unserem Geld noch nicht weggelaufen bist, ich weiß auch nicht, was du, warum du machst. Wie kannst du das Ganze überhaupt finanzieren? Ich habe keine Ahnung. 4100. Sehr schön. Gio, Kalala. Auf Wiedersehen, pass auf dich auf. Nice. Damit ist das safe und sound. So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was wir als nächstes machen. Vor allem, wir waren jetzt so wirklich in dem Gebiet hier eigentlich noch gar nicht. Wir haben noch Cornifer noch gar nicht von diesem Gebiet hier gefunden. Sollte ich mich aber ablenken lassen? Schließlich wartet ein Sod, ein Maitier auf uns. Auf unsere rettende Hand. Naja, ich vergesse jedes Mal wieder, dass das Cruise Missiles sind. In Quallenform. Ha. Aber sollten wir uns hier mal umschauen? Wäre zumindest mal interessant. Ja, komm schon. Hier, mach noch Nukleartests hier. Damit es noch reicht. Vor allem mit dem Schaden, den du verursachst, mein lieber Gesangsverein, du. So. Schwupp. Ich weiß gar nicht, waren wir hier eigentlich schon? Ha. Also es scheint noch irgendeine Fähigkeit zu geben, mit der wir schwimmen. Oder dass das hier aushalten können, dieses Blubbelwasser. Also ich vermute mal stark, dass das hier nicht gemeint ist. Ja, dachte ich mir. Es hat irgendwie Sinn gemacht, dass wenn man mit Vollgas und Raketenantrieb in einen Stachelhaufen Knife fliegt, dass das nicht gesundheitsförderlich ist. Also, es lässt irgendwie gesunden Menschenverstand vermuten. Aber nur ja, ihr wisst ja, gesunden Menschenverstand, ich, So, wo sind wir hier eigentlich? Jetzt schaue ich doch hier nach. Nice. Double Kill, der mehr Schaden verursacht hat als sonst. Wobei, er hat nur 3 abgezogen, nicht 4. Also, wir sind weniger damit. Ja, okay, da ist unser 4. Ich lasse jetzt einfach mal diese große Qualle da oben mal in Ruhe. Weil den nächsten Schlag von ihr halte ich nicht aus. Liebreizend. Geht das? Nein. Leider nein. Was heißt, ich cruise wieder zurück? Das ist mir jetzt zu gefährlich. So.
Das Gebiet gucken wir uns mal anders an. Wir gehen jetzt erstmal und versuchen Sod unseren Mighty hier irgend zu helfen. Moment, wir haben uns nicht auf die Bank gesetzt, ne? Ja. Wobei, wir haben unser Geld ja jetzt auf die Bank gebracht. Also warum sollte ich nochmal zurückgehen? Wir wollten ja eh hierher. Das ist eine Abkürzung. Glaubt's mir. Es war alles geplant. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben das Geld auf die Bank gebracht. Wir haben keinen Grund, einen Corpse-Run zu machen. Das heißt, also ich kann mich jetzt mal einfach immer hier, ich sag jetzt mal skalpieren, ohne dass das irgendwie problematisch ist. Und ja. Ich sammle hier einfach mal meinen anderen Körper wieder ein. So. Also meinen Schatten. So, dann kann ich hier... Schön, dann haben wir den Rückweg optimal gestaltet. Nee, nice. Zeit gespart. Haben uns den Rückweg erspart. So. Wo ist denn jetzt unser... Hier ist er. Sehr nice. Gut, wir sind wieder heile. Very nice. Warte, also, kann man das hier... Nee, kann man nicht. So, jetzt müssen wir noch irgendwie Sod finden. Wo war der eigentlich nochmal genau? Es macht mir irgendwie Angst, dass ich ihn hier nicht höre. Er sollte hier irgendwo in der Gegend sein. Wenn man Sod nicht hört, ist das gefährlich. Dann ist was schiefgegangen, und zwar grundsätzlich. Nope, falsche Ecke. So. Ist das hier irgendwo? Was auch immer das für ein komisches Geräusch war, es klingt nicht gut. Meine Herren, liegen hier Leichen und Kadaver herum. Come on! Lass mich mal kurz konzentrieren. Komm hier rüber. Komm von der Seite. Dann brauche ich mit dem anderen mich nicht beschäftigen. Sehr schön. Ah, ich höre ihn wieder. Sehr gut. Gut, ich höre Sod. Es geht ihm gut. Und da ist er auch schon. Hallo Sod, alter Knabe. Bah, merde. Ah! Was machst du denn da, du unbeholfener kleiner Tölpel? Ah, dein rostiger kleiner Nagel in der Dunkelheit herumschwingen. Du hättest mich fast getroffen und das wäre dein Ende gewesen. Vertrau mir. Ah, ich bin Sod der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm, meine Waffe Lebenssender. Ist der nicht irgendwann mal Lebensnehmer? Egal, hat schon hunderte von Gegnern niedergestreckt. Verschwinde, sonst bist du das Nächste. Hast du dich in dieser dunklen Gegend verlaufen? Ist mir egal. Nein, ich werde dich nicht hinausführen. Wegen meines ausgeprägten Gedächtnisses kenne ich den Weg nach draußen, aber ich reise stets alleine. Verschwinde. Ah, ehrlich. So du Mighty. So to Morty, wenn überhaupt. Okay, hier wäre dann auch die Abkürzung. Und hier liegt was. Nice. Ein Königsidol. Aha. Das dürfte in der Stadt der Tränen durchaus was wert sein. Warum bin ich hier eigentlich vorher nicht her? Egal. Regal. Ne? Okay, dann haben wir zumindest das mit Sod schon hingekriegt. Ah, wir sind hier nicht hochgekommen. Interessant. Heißt, es geht nur nach unten. Aber wie sind wir das letzte Mal hier raus? Kann das sein, dass ich hier schon mal mich verwundert habe, warum da nichts ist? Come on! Viecher sind leichte Beute.
Gut, auf jeden Fall, Sod ist in Sicherheit. Was gut zu hören ist. Er ist ja auch schwer zu überhören. So. Come on. Bin wieder fit. Er schmollt jetzt erstmal in der Gegend herum, dass er wieder gerettet wurde. Mal sehen, was wir hier sonst noch rausholen können. Also wir haben ja immer noch die Möglichkeit, mit der Bahn zu fahren. Weil die Bahn hat er jetzt uns an drei Stellen, drei möglichen Stellen rausgelassen. Also hier, dieses komische Dunkelding, wo wir runtergefallen sind vom Nest. Oder den ganz rechts, aber da wollte ich jetzt exakt nicht so schnell hin. Was ich jetzt mal gerne sehen würde, wäre das hier drüben an der Pilzöde. Da würde ich gerne mal vorbeigucken. Oder gehen wir erstmal hier lang. Die sind ja da immer noch markiert auf der Bank. So, einfach straight rüber. Wäh. Bist du so aus dem Dunkeln gekrochen hier? So wieder so ein widerlicher Käfer. Sagte der eine Käfer zum anderen, der nicht besonders viel besser aussah. Oh Mann. Okay. Hier bin ich falsch. Aber ich bin im richtigen Raum. Ich bin maximal verwirrt. Wie komme ich jetzt von hier darüber? Hier war doch nichts. Ha. Ha, Sod Almighty, weise mir den Weg. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Helfe mir doch mal. Nee, hier muss es noch irgendwo einen anderen Weg reingehen. Oder es geht von der anderen Seite hier rein. Dass man von der Pilzöde aus hier reinkommt. Möglich, möglich. Dann bleibt mir aber allgemein nicht besonders viel über. Dann bleibt mir eigentlich nur noch über, zur Bahn zu gehen und das Mittelding da auszukundschaften. Oh Mann. Ich habe ja eigentlich so den Gedanken, dass wenn wir jetzt dieses dunkle Nest in der Mitte anschauen, dieses, ja, whatever that is. Ich glaube, das ist, wo wir im Mantisdorf runtergefallen sind. Dann müssen wir rein game-mechanisch ja an Corny damit neid, oder? Der Corny. Und ich würde ihm das ehrlich gesagt gerne ersparen. Wenn wir niemals dahin gehen, wird er niemals dahin gehen. Und ich würde das Corny eigentlich gerne ersparen, dass der da irgendwie hin muss. Aber anscheinend bleibt uns storytechnisch nicht besonders viel Wahl. Nö. So, und der Drop ist da oben. Hier. Flupp. Krillin ist ja auch nicht mehr, oder wie der nochmal heißt. Doch, irgendwie so ähnlich. So, setzen wir uns hier mal drauf. So, dann cruisen wir mal in die Mitte dieses elendigen Nests. Schauen wir mal, was wir daraus gewinnen können. Genau, hier gäbe es noch einen Weg nach oben, den wir uns den erkunden könnten. Sollen wir das tun? Also das machen wir auch erstmal. Bevor wir uns was Neues machen, sollten wir das Gebiet gründlich erforscht haben, ne? Hier, direkt über uns sollte es sein. Genau hier. Hier ist was Neues. Hier waren wir noch nicht. Okay, ich sehe schon, was der Entwickler von mir möchte. Ah, hoppala. So, könnte mal noch einer kommen? Vielen Dank. Hat sie fix.
Bin ich noch mal voll, bin nochmal voll geladen. Sehr schön. Nein. Ja. Damit. Kann ich mir noch irgendwo Energie tanken? Wäre ziemlich nice, wenn ich das könnte. Wie weit ist es von der nächsten Bank? Ach, das ist nicht weit, das kann ich machen. Da kann ich hier erstmal gehen. Und ich habe auch nicht viel zu verlieren. So, komm her. Ich bin noch nicht ganz im Rhythmus, muss ich ehrlich sein. So. Machen wir erstmal hier uns wieder tanken. So. Dann cruisen wir da mal wieder hin. So, und jetzt hier einfach straight aufpicken. Ja, genau, da muss man diesen nervischen Umweg machen. So. Schön und rüber. Hallo, Schatten. Ich war jetzt...